Liebe Mitglieder der CDU, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich darf Sie ganz herzlich hier heute Morgen zum Kreisparteitag auch willkommen heißen. Ich bin sehr froh, dass wir das jetzt in dieser hybriden Form machen, dass wir wenigstens uns teilweise persönlich hier treffen können. Natürlich hätten wir uns gefreut, wenn das in einer Präsenzveranstaltung möglich gewesen wäre. Wir hatten dazu auch im Kreisvorstand immer wieder überlegt, welchen Termin wir wählen. Jetzt haben wir eine hybride Form gefunden, eine innovative Form. Darauf möchte ich an dieser Stelle erstmal hinweisen, die auch vielleicht die unsere Partei auszeichnet, dass sie in der Lage ist, auch solche Formate nicht nur auszuprobieren, sondern offensichtlich auch erfolgreich zu inszenieren. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch schon mal bei all denjenigen bedanken, die das im Vorfeld so großartig vorbereitet haben und offensichtlich jetzt auch erfolgreich durchführen. Herzlichen Dank dafür. Lieber Herbert Reul, Rainer Dippe, Wolfgang Bosbach, lieber Uwe, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Meine Damen und Herren hier vor Ort und eben auch an den Bildschirmen, ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich über die Gelegenheit, mich hier persönlich vorzustellen, so hat es geheißen. Ich sehe, wir haben das im Eingang auch schon festgestellt, dass nach wie vor eine gewisse Spannung in der Luft liegt, dass wir alle betroffen sind nach wie vor von der Corona-Krise und der Vorsitzende hat bereits darauf hingewiesen, eine Zeit, die uns doch ziemlich mitgenommen hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wie vor mehr als einem Jahr, jedenfalls ist mir so gegangen, viele gesagt haben, Wuhan ist so weit weg, das Coronavirus erreicht uns nicht, das spielt für uns vielleicht gar keine Rolle. Und jetzt stellen wir fest, einen so langen Zeitraum bereits hält uns das Coronavirus im Bann, befasst uns, betrifft alle Lebensbereiche und setzt uns in unserer Gesellschaft sehr stark zu. Der Bundespräsident hat seinen letzten Redeband betitelt mit Ja, wir sind verletzlich. Wir stellen fest, und ich merke das auch aus den Rückmeldungen aus dem Wahlkreis, dass die Menschen, dass wir alle zunehmend müde werden, dass wir frustriert, verärgert, enttäuscht sind, dass wir zunehmend dünnhäutig und erschöpft sind. Möglicherweise die schwerste Krise der Nachkriegszeit, aber wahrscheinlich auch nicht die letzte. Umso wichtiger dann an dieser Stelle die Frage, können wir als Politik, als Gesellschaft Krise? Wenn man ehrlich ist, dann muss man sicherlich eingestehen, dass wir, dass Politik, sagen wir es schön, nicht alles sofort 100% richtig gemacht hat. Ich erinnere an die Beschaffung der Impfstoffe. Dass wir das auf europäischer Ebene koordiniert haben, war sicherlich richtig. Aber wie es dann umgesetzt worden ist, da war noch eine Menge Luft nach oben. Wir haben die Aha-Regeln eingeführt, die Menschen aufgerufen, Masken zu tragen. Aber die Beschaffung der Masken hat nicht so funktioniert. Und dann hat es auch noch einige gegeben, die Gunst der Stunde ausgenutzt haben und in unanständiger, völlig verwerflicher Art und Weise davon profitiert haben. Das ist schändlich, das diskreditiert Demokratie und das ist auch nicht gut für alle diejenigen, die sich nach wie vor sehr um das Wohl des Landes bemühen. Wir haben dann Impfstoffe beschaffen können, viel eher, als wir das gehofft haben. Ich weiß nicht, wer von uns vor über einem Jahr geglaubt hätte, dass wir so schnell überhaupt neue Impfstoffe bekämen und dann noch aus Deutschland. Natürlich waren wir ungeduldig und haben uns erhofft, dass schnell mehr zur Verfügung stehen würde. Aber dann stehen die Impfstoffe zur Verfügung. Und wir stellen fest, dass in den Impfzentren, dass auch jetzt in den Arztpraxen und bald von den Betriebsärzten geimpft wird, und zwar in einer immer größeren Geschwindigkeit. Was langsam begonnen hat, ist auch im internationalen Vergleich mittlerweile beispiellos. Jeder Dritte ist mittlerweile geimpft und jetzt erkennen wir auch Licht am Ende des Tunnels. Wir haben Wirtschaftshilfen, Konjunkturprogramme aufgelegt als Staat, als Land, auch in den Kommunen uns dazu engagiert. Auch da werden wir sagen, da gab es große Streuverluste. Das hat nicht alles sofort funktioniert. Wir haben einige Unternehmen nicht erreicht, die dringend Hilfe bräuchten. Wir haben bei den Solo-Selbstständigen, das ärgert mich am meisten, und bei den Künstlern immer noch nicht das erreichen können, was so notwendig gewesen wäre. Wir haben aber auch jetzt mittlerweile 100 Milliarden an Unternehmenshilfen, die Hälfte von Kredit, die andere Hälfte als Zuschuss ausgereicht. Und haben damit erreicht, dass viele Unternehmen, nicht alle Unternehmen, diese schwierige Zeit zumindest bis jetzt überbrückt haben. Wir haben Kurzarbeitergeldregelungen wiedergegriffen und damit erreicht, dass auch Arbeitsplätze erhalten worden sind. Im letzten Jahr hat es einen Rückgang der Beschäftigung gegeben, aber einen vergleichsweise geringen Rückgang.
Trotzdem hat es nach wie vor Menschen gegeben oder hat es trotzdem Menschen gegeben, die in dieser Krise mit diesen Hilfen nicht unterstützt werden konnten, die viel daran zu tragen haben. Und auch an die dürfen wir, müssen wir denken. Auch da haben wir Nachholbedarf, Nachleistungsbedarf. Also wir können Krise, zumindest haben wir immer wieder, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn der Aufschlag nicht passte, nachgelegt, nachgebessert. Können wir Krise im gesellschaftspolitischen Dialog, in der Debatte, sind wir, und da sage ich jetzt nicht nur die Politik, sondern da sage ich auch wir alle, sind wir unternehmungslustig, sind wir entscheidungsfreudig, sind wir bereit, ein Risiko einzugehen, uns festzulegen in einer Pandemie, in einer Situation, die eben neu ist, die unklar ist? Sind wir bereit, auch jemandem zu sagen, lass mal die Fünfe gerade sein, wir müssen jetzt entscheiden, aber dann nachher auch zuzugestehen, dass dann vielleicht nicht alles auf Anhieb geklappt hat? Und ich möchte an dieser Stelle auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltungen und Ministerien denken, die sich sehr wohl in den letzten Monaten ziemlich viel engagiert haben, in überragender Art und Weise, sehr unterschiedlich, aber einige bis zur völligen Erschöpfung. Und die dann feststellen mussten, erst heißt es, macht mal, und dann heißt es, wie konntet ihr eigentlich damals? In der Rückschau weiß man vieles besser. Wenn wir aber diesem Rückschaufehler verfallen und denjenigen, die gut gemeint, wohl überlegt, aber doch sich unglücklich entschieden haben, das nachtragen, dann werden wir eine Kultur befördern von Menschen, die am liebsten gar nichts machen. Ich glaube, wir sollten den Menschen Mut machen, auch in Unsicherheit zu entscheiden, dass wohl überlegt etwas passiert, etwas passieren kann, dann kann es auch daneben gehen, es darf nur nicht ein zweites Mal daneben gehen. Und ich glaube, daran sollten wir arbeiten. Können wir Krise? Ja, wir können Krise, wenn wir mal uns vor Ort umschauen. Wenn es drauf ankommt, was passiert denn hier in dieser Gesellschaft? Dann gibt es Leute, die danach schauen, wie es dem Nachbarn geht. Die für den Nachbarn einkaufen, die dem Nachbarn, soweit es möglich ist, auch Gesellschaft leisten. Die sich darum kümmern, dass der Nachbar gepflegt wird. Die Impfzentren mitbetreiben. Die in den Krankenhäusern und Pflegestationen Leistungen erbringen, die weit über das hinausgehen, was man von ihnen erwarten kann und was sie selbst von sich überhaupt erwartet hätten. Und das machen sie weitgehend ohne zu murren, weil sie mir, so der Ote und jemand, ich habe keine Zeit zu murren, ich muss mich um die Patienten kümmern. Es funktioniert Solidarität, es funktioniert Rücksichtnahme, es funktioniert, dass junge Menschen sagen, ich trete einen Schritt zurück, da gibt es ältere, vulnerable Gruppen, die müssen jetzt zuerst geschützt werden, die müssen jetzt erst geimpft werden. Ich würde gerne auch mit Impfschutz wieder zur Party gehen, mir geht ein Stück meines Lebens verloren. Diese Solidarität haben wir erlebt, die erleben wir auch. Und ich komme zum Ergebnis, wir können Krise. Und wir können Krise, meine Damen und Herren, dann, wenn wir auch aus dieser Krise lernen, wenn wir feststellen, dass etwas auf Anhieb nicht richtig war, nachbessern, auch zugestehen, dass etwas nicht richtig war. Vielleicht sollten wir das auch noch ein bisschen besser lernen. Dass wir nicht alles können, dass wir nicht fehlerfrei sind, aber dass wir lernen und dass wir die Schlüsse aus dieser Krise ziehen. Und vor allem, dass wir die Schlüsse aus dieser Krise ziehen im Hinblick auf das, was diese Krise, was der Sturm sonst noch offengelegt hat. Wir haben festgestellt, dass da immer irgendwo auch schon mal struktureller Handlungsbedarf war. Und plötzlich stellen wir fest, dass es nicht gut war, dass wir darüber hinweggeschaut haben. Dass wir vielleicht bei der digitalen Infrastruktur feststellen, da liegt ja überall Kabel, aber irgendwo fehlt immer noch das letzte Stück. Dass wir festgestellt haben, wir haben von digitaler Kompetenz geredet, aber geübt waren wir nicht. Wir konnten vorher vielleicht auch schon Videokonferenz, aber für meinen Teil, ich musste das erst noch lernen. Natürlich ist Videokonferenz nicht vergleichbar mit einer Präsenzveranstaltung. Aber wir haben an der Stelle vielleicht einiges versäumt. Wir reden auch über den Föderalismus nochmal neu. Ich möchte auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, als sei ich gegen den Föderalismus. Aber wir haben festgestellt, dass in Krisensituationen föderale Strukturen dann schwierig sind, wenn Informationen nicht ausgetauscht werden, wenn Entscheidungsprozesse verlangsamt werden, wenn Kompromisse nicht gemacht werden. Lassen Sie uns also auch nochmal über die föderalen Strukturen hier in der Bundesrepublik Deutschland in dieser Hinsicht nachdenken.
Und wir haben auch festgestellt, dass einige Geschäftsmodelle gar nicht mehr tragen, dass sie sich rapide verändern. Vielleicht hatten wir das vorher auch im Blick. Aber jetzt stellen wir eben alle und sehr deutlich fest, wie der Versandhandel wächst, wie er fast explodiert und wie auf der anderen Stelle der stationäre Facheinzelhandel Not leidet. Der doch wichtig ist für uns Menschen. Wir können uns gerne mal eine Zeit lang über den Versandhandel besorgen oder versorgen. Und dann werden wir sagen, wo ist der Facheinzelhandel? Wo ist denn eigentlich unsere lebenswerte Stadt? Was ist denn da kaputt gegangen? Also heißt es doch, diese strukturellen Defizite, diesen Handlungsbedarf jetzt aus der Krise zu erkennen. Und dann, meine Damen und Herren, dann wird diese vermaledeite Corona-Krise für uns zu einer Chance, Dinge aufzuräumen, die da nicht mehr hingehören. Und neu zu gestalten, so dass die Strukturen tragen über einen längeren Zeitraum hinaus. Das ist unsere Aufgabe, auch als Politik, langfristig Strukturen stabil zu halten, zukunftsgerecht auszurichten. Das ist eine Botschaft für mich aus der Corona-Krise. Und diese Botschaft sollte uns auch in der nächsten Legislaturperiode tragen. Das Glas ist halb leer oder es ist halb voll. Ich glaube, wir neigen zu einem Zweckpessimismus. Das ist aber gut, dann wird man besser. Aber strengt auch an. Manchmal ist es gut zu sagen, das Glas ist halb voll. 80-20 ist auch gut. Und ich sage Ihnen, da ist Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe das, auch das sind Rückmeldungen. Auch der Vorsitzende hat gerade davon gesprochen, jetzt ist geimpft worden. Jetzt kommen die Leute wieder ein bisschen mehr auf sich zu, aufeinander zu. Jetzt machen wir uns Gedanken darüber, wie wir denn nach und nach endlich wieder auch Öffnungen ermöglichen können. Und dann ist die Corona-Krise im Herbst zu Ende. Sie geht schon zu Ende. Das ist übrigens auch der Zeitraum, wo die Legislatur zu Ende geht. Erinnern Sie sich, meine Damen und Herren, dass wir zu Beginn der Legislaturperiode 2017 fortfolgende oft von Krise gesprochen haben? Wie leichtfertig wir das Wort Krise in den Mund nehmen? Von Beziehungskrisen haben wir gesprochen. Können Sie sich erinnern? Von Beziehungskrisen. Da hieß es, ups, die AfD ist jetzt im Bundestag. Wie sieht die Beziehung der AfD zu den anderen Fraktionen aus? Wie verhält sich der Umgang von Parteien, von Fraktionen in der Debatte? Wie verhalten sich die Menschen zueinander? Wie verhalten sich auch die Standpunkte zueinander? Entkrampft sich diese Beziehung? Wird sie besser? Nein. Ich für meinen Teil kann sagen, dass diese Beziehung sich nicht verbessert hat, insbesondere was die inhaltlichen Positionen und den Debattierstil angeht, bin ich eher enttäuscht. Wir haben andere Beziehungen diskutiert. Erinnern Sie sich an die verschmähte Liebe in der Debatte oder in dem Versuch der Jamaika-Koalition? Wie lange hat man umeinander geworben und am Ende doch ausgeschlagen? Das geht einer Partei heute noch nach und wird ja auch immer wieder vorgehalten. Wir erinnern uns aber auch an die Beziehung zwischen den Schwestern. Ich weiß nicht, ob das eben eine kritische Beziehung oder eine typische Beziehung ist, dass zwischen Schwesterparteien CDU und CSU immer auch mal Reibereien sind. Sie erinnern sich, auch darüber haben wir gesprochen. Das begann schon bei den Koalitionsverhandlungen. Und nicht zuletzt gab es die Beziehung der Vernunftehe zwischen der SPD und der CDU. Die Ausgangsposition für eine Legislatur, in der wir, auch daran erinnere ich, spekuliert haben, wie lange die Legislaturperiode eigentlich noch dauert. Können Sie erinnern? Wir haben Wetten darauf abgeschlossen, wann die Koalition platzt. Wann diese Vernunft-Ehe, die ja, wo keine Leidenschaft zu spüren ist, ein Ende hat. Aber manchmal ist es so, dass auch solche Beziehungen durchaus Bestand haben können. Was bedeutet das? Der Auftrag damals war, macht das Beste aus dieser Situation heraus. Leidenschaft wird es nie geben, aber es gibt einige Punkte, die wir dringend erledigen müssen. Und wir haben sie erledigt. Und ich habe dazu noch mal einige Punkte herausgesucht, vielleicht erinnern Sie sich. Wir haben versprochen, dass wir den Solidaritätszuschlag abschaffen. Das ist jetzt zum 01.01.2021 erfolgt. Immerhin für 90% der Zahler. Wir hätten gerne auch die anderen 10% noch mit vom Solidaritätszuschlag befreit. Aber das ist eben etwas, was mit dem Koalitionspartner nicht möglich war. Das kommt auf die Agenda. Immerhin 10 Milliarden per annum Kaufkraft, die jetzt wahrscheinlich, davon bin ich sogar überzeugt, einen wichtigen Nachfrageschub für den Neustart unserer Wirtschaft bedeutet. Ich erinnere, dass wir das Baukindergeld beschlossen haben. Für jedes Kind 1.200 Euro, 10 Jahre lang.
um ein deutliches Signal an die jungen Familien zu senden. Wir möchten euch helfen bei der Vermögensbildung und wir möchten euch helfen als Familien, dass ihr Vorsorge treibt. Wir möchten, dass ihr Eigentum bildet, meine Damen und Herren. In der Debatte war das gar nicht selbstverständlich und Sie kennen die anderen Fraktionen und Parteien, die diese Wertschätzung für selbstgenutztes Eigentum nicht teilen. Wir aber als CDU haben darauf bestanden, dass diese Maßnahme, dass dieses Paket durchgesetzt wird. Und es ist erfolgreich durchgesetzt. Sie erinnern sich, wenn ich aus dem Finanzenausschuss zitiere, dann ist das natürlich der Tatsache geschuldet, dass ich da Mitglied bin und dass ich da diese Beispiele vielleicht auch noch deutlicher machen kann. Sie erinnern sich an die Finanzkrise, die haben wir auch gemeistert. Wir haben ein Interesse daran, die Finanzen- und Bankenaufsicht besser aufzustellen. Aber wir haben als Fraktion der CDU-CSU darauf geachtet, dass dabei auch die Genossenschaftsbanken und Sparkassen vor Ort nicht leiden. Ein Koalitionspartner hat ein großes Interesse, eine europäische Einlagensicherung einzuführen, die dazu führen würde, dass die Sicherung unserer Einlagen, die bei unseren Sparkassen und Genossenschaftsbanken gebildet werden, für die Risiken im europäischen Verbund eingesetzt werden. Das haben wir verhindert. Darauf achten wir weiterhin. Eine wichtige Aufgabe, die wir, ich finde, erfolgreich erfüllt haben. Im Familienbereich darf ich daran erinnern, dass wir das Kindergeld erhöht haben. 25 Euro pro Kind. Sie werden sagen, Geld ist nicht alles richtig. Und darum haben wir auch gesagt, wir werden familienpolitische Maßnahmen weiterentwickeln. Wir denken aktuell darüber nach. Und das sind auch zum Beispiel Anregungen aus der Jungen Union und aus den jüngeren Teilen unserer Partei. Könnt ihr das Ehegattensplitting nicht weiterentwickeln? Könnt ihr nicht auch im steuerlichen Bereich Familien besser und weiter unterstützen? Wie kann das aussehen? Wie weit ist das finanzierbar? Also ist das eine weitere Baustelle, eine weitere Maßnahme, die wir in Zukunft angehen wollen. Wir haben das Gute-Kita-Gesetz beschlossen, mit dem wir einen Beitrag zur Betreuung der Kinder vor Ort leisten wollen. Und jetzt steht der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung an. Und da, ich erinnere an die Diskussion auch mit Bürgermeistern hier aus dem Kreis und auf der Grund der Erfahrungen, die ich gerade auch als Landrat und als Bürgermeister gemacht habe, wie gefährlich es ist, wenn bundespolitisch eine Entscheidung getroffen wird im Sinne eines Rechtsanspruches im Interesse der Menschen vor Ort, aber nicht geklärt ist, wie die Finanzierung dieser Maßnahme aussieht. Deswegen haben wir lange auch als AG Kommunales dagegen gehalten, dass ein solches Gesetz verabschiedet wird, wenn nicht Finanzierung steht. Damit sind wir befasst. Es geht darum, dass auch die Länder einen Anteil verpflichtend einbringen. Und am Ende des Tages soll der Rechtsanspruch möglich sein im Interesse der Eltern, aber nicht auf Kosten und zulasten allein der Kommunen. Ein wichtiger Beitrag, den wir nur dann leisten können und deswegen leisten konnten, weil wir eben als starke Fraktion auch gegen einen Koalitionspartner Poll gehalten haben, der das vielleicht so nicht einsehen wollte. Und ich erinnere mich damals auch als Bürgermeister, wie eine Gruppe der Caritas im Kindergarten mich fragt, der Bürgermeister, haben Kinder eigentlich auch Rechte? Habe ich auch Rechte? Natürlich hast du Rechte, haben Kinder Rechte. Und so haben wir im Koalitionsvertrag geschrieben, dass die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Schwieriger Vorsatz. Und jetzt haben wir eine Debatte darüber, wie und an welcher Stelle, in welcher Form Kinderrechte ins Grundgesetz geschrieben werden. Und jetzt wird deutlich, wie unterschiedlich die Positionen sind zwischen den Fraktionen, was eigentlich das Verhältnis von Eltern, Kindern und Staat ausmacht. An diesem Beispiel möchte ich das feststellen. Ich möchte nicht, dass der Staat Teil der Familie wird. Ich möchte, dass die Erziehungsaufgabe zuvörderst die Verantwortung der Eltern ist. Dass der Staat und die Gesellschaft die Eltern dabei unterstützen und nur in Notfällen eingreift. Ein Wächterstaat. Wir haben ein austariertes Dreiecksverhältnis zwischen Eltern, Kindern, Eltern, die die Rechte der Kinder wahrnehmen, und dem Staat. Aber ein gleichseitiges Dreieck ist das nicht, sondern ein gleichschenkliches. Der Abstand des Staates von den Kindern ist größer und muss größer sein als der Abstand des Staates als der Abstand der Eltern zu den Kindern. Nehmen Sie die gesellschaftspolitische Debatte, dann stellen Sie fest, dass andere es ganz anders sehen. Und da müssen wir gegenhalten, da müssen wir streiten. Und ich glaube, das wird uns gelingen, wenn wir die notwendige Kraft auch aus der Wahl mitnehmen.
Aus dem Verkehrsbereich darf ich vielleicht zitieren die Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Etwas, was wir lange auch mit den Verkehrsverbünden diskutiert haben, dass mehr Mittel zur Verfügung stehen müssen, um den schienengebundenen Nahverkehr zu unterstützen. Das ist jetzt gelungen, eine deutliche Erhöhung sogar dynamisiert. Im Bereich von verschiedenen Förderprogrammen, ich darf vielleicht zitieren, die Städtebauförderung oder auch die Denkmalförderung oder aber auch die Förderung von Kommunen bei der Sanierung ihrer Einrichtungen für den Sport und so weiter, hat es Hilfestellung gegeben, auch für die Gemeinden hier vor Ort. Zuletzt nach Leichlingen an dieser Stelle nochmal ein Glückwunsch diese Woche. Ich glaube 1,3 Millionen zur Finanzierung der Schwimmanlage. Darüber freue ich mich. Ich weiß, dass die Politik vor Ort, Maurice Winter, sich sehr, sehr dafür eingesetzt hat. Und deswegen ist das ein wichtiger, ein schöner Beitrag, den an der Stelle der Bund leisten kann, um das hier vor Ort möglich zu machen. Herzlichen Glückwunsch, Chef. Ich möchte deutlich machen, meine Damen und Herren, dass diese Vernunft-Ehe länger gehalten hat, als man das am Anfang gedacht hat. Und dass wir fast alles abgearbeitet haben, was wir im Koalitionsvertrag als Kompromiss vereinbart haben. Und dass es höllisch wichtig war, immer darauf zu achten, welche Richtung ein Gesetz eine Entscheidung nimmt, welchen Drift auch vielleicht der Koalitionspartner da reinlegen will. Wir haben den Poll gehalten, wir haben, ich glaube, mehr erreicht, als viele von uns erwartet haben. Aber es kommt jetzt darauf an, dass wir dranbleiben. Und damit komme ich zum dritten Teil. Dass wir dranbleiben, dass wir die Richtung halten, dass wir das umsetzen, was wir in der Corona-Krise entdeckt haben als strukturellen Handlungsbedarf. Dass wir das jetzt aufsetzen, was wir als Modernisierungsprogramm verkünden werden. Wir möchten dafür sorgen, dass unser Land sich positiv weiterentwickelt. Wir möchten selbst dafür sorgen. Wir möchten die Entscheidung treffen, wo unser Land hingeht. Ich weiß, Sie wissen, dass andere Bewerberinnen und Bewerber, andere Parteien, andere Vorstellungen davon haben, wie unser Land sich entwickelt. Ich möchte, dass wir es machen. Wir kennen das. Wie leicht zerronnen, was mühsam gewonnen. Wir haben eine Ausgangsposition, um die uns viele, viele Staaten in der Nachbarschaft beneiden. Wir haben ein hohes Sicherheitsniveau. Bei uns gilt, Regeln werden eingehalten. Kriminalitätsstatistik zeigt, die Gewalt geht zurück. Wir müssen dranbleiben. Wir haben ein hohes Wohlstandsniveau. Wir haben eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Wir haben eine hohe Beschäftigung. Wir haben ein überzeugendes Bildungssystem. Noch. Und wir müssen dafür kämpfen. Wir müssen dafür kämpfen, dass es erhalten bleibt, dass es sich weiterentwickelt. Und wir möchten nicht damit herumexperimentieren. Ich möchte, dass wir als Union die Entwicklung dieses Systems weiterschalten. Und meine Damen und Herren, wir haben auch die Kompetenz. Aber wir haben auch die Ideen. Wir können Wirtschaft weiterentwickeln. Wir sind ein Industriestaat. Wir sind eine Nation, wir sind ein Land, in dem Industrie eine Rolle spielt. Wir sind kein Land, das sich entscheidet, dafür Geld zu verdienen, indem man nur mit Geld handelt. Das ist unsere DNA und dafür werden wir uns einsetzen. Wir sehen aber auch, dass die USA ein starker Konkurrent auf den Weltmärkten ist. China mit dem Staatskapitalismus. Wir sehen, dass einige Wirtschaftsmodelle, einige Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren und wir darum um ihre Unterstützung bemühen müssen. Sowohl im Parlamentskreis Mittelstand, wir hatten in dieser Woche Herrn Merz zu Besuch, der seine Vorstellung vorgetragen hat, als in der Mittelstandsvereinigung mit Herrn Lindemann. Ganz klar, wir müssen hier für die Wirtschaft Rahmenbedingungen weiter verändern, verbessern, damit dieser Wirtschaftsstandort Perspektive hat. Zumal nach den Änderungen und Entwicklungen aus der Corona-Krise. Das können wir. Meine Damen und Herren, wir haben auch Kompetenz bewiesen im Bereich Klima. Natürlich, immer wieder heißt es, Klima sei ein grünes Thema. Völliger Unsinn. Unsere Politik der Union ist immer schon eine Politik der Nachhaltigkeit gewesen. Nachhaltigkeit im ökonomischen, ökologischen und sozialen Sinne. Wir können das vereinen. Wir setzen nicht auf eine Karte und blenden das andere aus. Unsere Politik ist manchmal nicht so sexy, nicht so aufregend, aber sie ist verlässlich. Sie hat Perspektive, sie ist langfristig angelegt.
Und wenn es jetzt heißt, da kommt das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das ist doch die Klatsche, das ist eine Bestätigung. Wir haben immer schon Nachhaltigkeit. Und es war Töpfer, der 1994 den Umweltschutz ins Grundgesetz geschrieben hat, der uns damit nochmal nachdrücklich verpflichtet hat als Staat, was wir als Union immer schon wollten, nämlich die Fürsorge für die nachfolgende Generation. Und das bedeutet eine schwarze Null, das bedeutet solide Finanzen, das bedeutet eine gesunde Umwelt und das bedeutet die Berücksichtigung der Belange des Sozialen. Also Klimaschutz, wir können das. Nur wir machen es anders, wir machen es nicht mit Verboten, damit, dass wir den Leuten sagen, was sie zu machen und zu lassen haben, dass es donnerstags kein Fleisch gibt und freitags keiner mit dem Auto fährt oder Himmel weiß, sondern wir machen das als Herausforderung. Unsere Unternehmen, unsere Tüftler freuen sich darauf, diese Herausforderung anzunehmen. Wir machen das technologieoffen. Wir setzen Anreize. Wir bilden uns nicht ein als Staat, als könnten wir den Klimawandel aufhalten, wir als Staat. Sondern wir zeigen, dass der Klimaschutz als Teil des Umweltschutzes eine Herausforderung ist, eine gemeinsame Herausforderung und die nehmen wir an. Und das können wir, das werden wir zeigen. Das ist unser Ansatz, mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, nicht mit Geboten und Verboten. Und gerade und das zeigen auch die Debatten. Viele sagen, manche Debatten sind aber sowas von langweilig. Aber wenn Sie genau hinhören, auch in den letzten Monaten, da merken Sie, wie sich das plötzlich aufteilt. Was vorher so ein bisschen verdeckt war, wird jetzt plötzlich erkennbar, wie unterschiedlich die Zugänge sind. Die einen, die sagen, wir haben uns in den Kopf gesetzt, CO2-Emissionen müssen so und so verhindert werden. Und andere sagen, ja, wir müssen da was tun, aber wir machen es intelligenter, mit Weitblick. Das ist die Herausforderung. Ich glaube, meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass wenn es uns gelingt, bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, diese Tüftler, diese Start-ups, diese ideenreichen, pfiffigen Leute zu gewinnen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, dann werden wir daraus neue Technologieführerschaften erringen, die für die ganze Welt von Bedeutung sind. Wir haben mal den Automotor entwickelt und der fährt überall. Und wir werden auch diese Technologien entwickeln. Wir werden ganz andere Ideen und Systeme entwickeln und damit dazu beitragen, dass nicht nur die 2% CO2, die wir in Deutschland emittieren, reduziert werden, sondern auch in den anderen Staaten dazu beigetragen wird mit den Erfindungen und Modellen, die wir hier entwickeln. Das können wir, das werden wir, das ist unser Ansatz. Wir möchten motivieren und nur so gelingt Klimaschutz. Wir können das. Wir können Sicherheit, wir können auch Familienpolitik. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir natürlich immer gesagt haben und das auch heute noch sagen, dass Familie das Zentrum, die Keimzelle unserer Gesellschaft darstellt. Dass in der Familie die jungen Menschen lernen, wie sie aufeinander Rücksicht nehmen können, wie sie sich aufeinander verlassen können. Und diese Erfahrung ist auch grundlegend dafür, dass wir in einer Gesellschaft so etwas wie Zusammenhalt erleben. Und der Zusammenhalt ist wichtig. Familie und Zusammenhalt der Gesellschaft ist wichtig. Wir möchten die Familien unterstützen. Wir möchten die Familie nicht bevormunden. Wir möchten auch nicht mit Familienmodellen experimentieren. Wir sehen, dass die Realitäten in den Familien sich verändert haben. Das akzeptieren wir, das unterstützen wir. Aber wir bevormunden Familien nicht. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu dem, was Sie zwischen den Zeilen auch der Programme der anderen Parteien lesen wollen. Sie wollen uns erzählen, wie Menschen Familie organisieren. Wir möchten den Menschen erzählen, wie wir ihnen helfen, die von ihnen gewählte Form der Familie zu leben und darin glücklich zu werden. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wir können das. Meine Damen und Herren, ich könnte weitere Kompetenzfelder aufzeigen, und da deutlich machen, dass wir als Union da richtig aufgestellt sind. Und ich darf Ihnen an dieser Stelle sagen, das macht mich auch stolz. Das macht mich stolz, dass wir präsentieren können, etwas, was wir in der Vergangenheit bewiesen haben, als etwas, was wir heute kommunizieren und nach morgen hin weiterentwickeln können. Und ich kann Ihnen neben der Kompetenz sagen, dass wir nicht nur können, sondern dass wir auch wollen. Wir sind die Partei, schauen Sie sich die anderen an, die unser Land
weiterentwickeln wollen, die unser Land weiter vorne sehen wollen, die mit dem Land keine Experimente machen wollen, so von, wir können ja dieses Mal ausprobieren oder jedes Mal gestalten, wäre auch mal ganz nett so und so, wir haben ja schon so. Nein, wir wollen, dass unser Land weiter vorne ist. Und wir wollen, dass auch unsere Kinder und unsere Enkelkinder in genau diesem unseren Land sich später noch wohlfühlen, dass sie hier gerne leben wollen. Das ist unsere Motivation. Keine Experimente, keine Umsetzung oder keine Tests irgendwelcher Ideologien, sondern nur und allein und ganz bestimmt die Perspektive, unser Land soll lebenswert sein für unsere nachfolgende Generation. Und dafür setzen wir uns ein. Wir können und wir wollen und wir haben einen Kompass. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich gerade dieses heute nochmal wieder so deutlich sagen möchte und auch so sagen muss, und das ist unser christliches Menschenbild. Wir gehen davon aus, dass der Mensch zur Freiheit berufen ist, und der Vorsitzende hat es gerade mal deutlich gemacht, zur Freiheit berufen ist und zur Verantwortung für sich und den anderen. Das ist unser Menschenbild. Und diesen Mensch zu ermöglichen, sich zu verwirklichen, das ist unsere Aufgabe. Das bedeutet, wir begegnen dem Menschen auch ganz anders. Für uns ist jeder einzelne Mensch in Würde. Ein Mensch, dem wir die Würde nicht absprechen wollen. Wir setzen uns für die Würde des Menschen ein. Und zwar vom Anbeginn des Lebens bis zum Ende. Und nicht auf halber Strecke und nicht mit unterschiedlichen Gewichten. Diese Person, jeder einzelne Mensch, ist für uns unendlich wert. Und das ist eine Herausforderung nur am Rande für eine Suizidbeihilfedebatte, die wir gerade führen. Die Frage, wie begleiten wir Menschen in den letzten schwierigen Stunden des Lebens oder wie begleiten wir Menschen in Phasen des Lebens, wo sie sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Sagen wir, okay, ich helfe dir, oder sagen wir, was ist der Grund, warum du aus dem Leben scheiden willst? Können wir an dem Grund was arbeiten? Wir haben ein Schutzkonzept, ein Schutzinteresse. Deswegen, weil wir sagen, der Mensch hat Würde vom Anfang bis zum Ende. Das sollte uns als christlich-demokratische Union auszeichnen und das zeichnet uns aus. Und wenn dieser zur Freiheit berufene und auch begabte Mensch auf den anderen trifft, dann ist es die Solidarität, die die Menschen trägt, ihre Beziehung trägt. Der eine interessiert sich für den anderen, der eine hilft dem anderen. Wer kann, der gibt. Und wer braucht, der nimmt auch nur so viel, wie er braucht. Das Solidarität hat zwei Seiten. Wir erwarten, dass nicht nur gegeben wird denjenigen, die sagen, sie hätten Hilfe nötig, sondern wir erwarten von den zu Helfenden auch, dass sie nur so viel nehmen, wie sie wirklich brauchen und sich anstrengen, auch aus ihrer Situation, wenn sie misslich ist, herauszukommen. Das ist Solidarität. Und wir streiten für die Subsidiarität und das auch in diesen Tagen wieder deutlich. Es ist immer wieder wichtig zu sagen, wir können auf europäischer, wir können auf bundespolitischer Ebene, auch auf landespolitischer Ebene, der Himmel weiß, was entscheiden. Aber am Ende des Tages kommt es unten an oder es kommt unten nicht an. Es kommt bei den Menschen an oder es kommt dort nicht an. Und wir müssen darauf achten, dass nicht immer mehr an die vermeintlich höheren Ebenen gezogen wird, sondern wir wollen, dass die Menschen entscheiden, so nah wie möglich vor Ort, an der Stelle des Problems. Da ist die Kompetenz. Die Menschen, die wir vor Augen haben, die können das. Wir können ihnen das zumuten. Wir gehen nicht als Papa-Staat, als Nanny und sagen, das kannst du nicht, das machen wir, das macht die Landesebene, das macht die Bundesebene. Achten Sie auf die Zwischentöne in dem Programm der anderen Parteien. Da werden Sie feststellen, dass da eine ganz andere Tendenz ist. Das können die da unten gar nicht. Das machen wir hier oben. Das machen wir noch höher. Und da entscheiden wir das in anderen Gremien. Wir möchten Subsidiarität und dafür streiten wir. Wir streiten dafür, dass die kommunale Ebene maximale Einflussmöglichkeiten und Entscheidungskompetenzen hat. Und dafür stehen wir als CDU. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir hätten das vor wenigen Jahren nicht gedacht. Aber diese Wahl ist eine entscheidende Wahl. Ich sage Ihnen, auch nach dem, was ich aus den Debatten, aus den Beiträgen der verschiedenen Fraktionen mitbekommen habe, ich möchte nicht, dass Grün-Rot-Rot unser Land umbaut. Vielleicht müsste ich in dieser Konstellation nicht Grün-Rot-Rot sagen, sondern Links-Grün-Rot-Rot. Ich möchte nicht, dass mit unserem Land Experimente gemacht werden,
und das abgebaut wird, das zerrinnt, was wir so mühsam aufgebaut haben. Ich möchte auch nicht grün, rot, gelb, diese verkehrte Ampel. Und ich warne davor, dass man glauben könnte, dass Gelb schon dafür sorgt, dass konservative, wirtschaftsnahe Elemente Platz greifen. Wenn jemand, Stichwort verschmähte Liebe, in den Knochen hat, vor 4 Jahren nicht Ja gesagt zu haben, glauben Sie, dass so jemand noch eine starke Verhandlungspower aufbaut, in diesem Sinne, in einer solchen Konstellation? Ich warne davor, zu glauben, dass wir an der Stelle konservative oder wirtschaftsfreundliche Positionen halten können. Ich möchte weder Rot-Rot-Grün. Meine Damen und Herren, eine ganz wichtige Wahl steht vor uns. Ein ziemlich schwieriger Wahlkampf. Und die Ausgangsbedingungen scheinen nicht so gut, insbesondere wenn man die Umfragen sieht und die hochrechnet. Aber das hatten wir schon mal. Wir haben schon mal eine ungünstige Ausgangsposition gehabt. Ich denke da insbesondere an die Landtagswahlen in NRW. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Provoziert das. Mich fordert das heraus, zu zeigen, dass wir es können, dass wir ein Spiel drehen können, auch wenn viele sagen, das klappt nicht. Wir zeigen den Menschen, dass es klappt, weil wir wissen, worum es geht. Wir wissen nicht nur, wie man gewinnen kann, sondern wir wissen auch, warum wir gewinnen wollen, weil es geht um nicht mehr oder weniger als unser Land. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der CDU, hiermit bewerbe ich mich als Ihr Kandidat der CDU des Rheinisch-Bergischen Kreises. Ich bitte um Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Ich möchte mit Ihnen als CDU-Kreisverband Rheinisch-Bergischer Kreis, als CDU der Bundesrepublik Deutschland mich nach Kräften einsetzen für einen erfolgreichen Wahlkampf. Ich glaube, wir sind es nicht nur uns als Mitgliedern und den nachfolgenden Generationen. Wir sind es dem ganzen Land schuldig, dass wir unser Bestes tun, unsere Argumente in den Wahlkampf zu tragen, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie uns das Vertrauen wieder aussprechen. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf ziehen und für unser Land, für die Zukunft unseres Landes kämpfen. Ich danke Ihnen.